Ja, hallo liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer neuen Baufolge für unsere Enterprise. Da sind wir ja momentan. Lieferung 7 hat mich ja erreicht und die schwebt hier gerade so elegant hier rein. Das ist sie auf der Lieferung 7. Und die erste Hälfte haben wir letztes Mal schon fertiggestellt. Das waren die Ausgaben 23 und 24. Und heute geht es mit der zweiten Hälfte dieser Lieferung weiter. Die Ausgaben 25, 26. Und ihr merkt ja momentan, sind die Bauphasen relativ ähnlich. Wir befinden uns ja momentan mitten in dem Bau der Kampfsektion und im Bau der Untertasse. In der Untertasse kommen immer mehr Panels ran, die wir entweder neu dazu bekommen oder eben einbauen oder beides in dem Fall. So wird die Untertasse nach und nach dicht gemacht. Und die Kampfsektion wächst ja ebenfalls schon. Da haben wir letztes Mal ja schon den ersten Seitenrahmen bekommen. Und heute gibt es auch genau das in beiden Fällen. Und zwar in der Ausgabe 25 gibt es das nächste Panel mit Fenstern und LEDs, die wir einbauen wollen. Und das zweite Rahmenstück für die Kampfsektion. Das ist der erste Schritt. Und in Ausgabe Nummer 26 gibt es nicht mehr so ganz viel Aufregendes. Und zwar noch ein Panel, was ebenfalls mit Fenstern und zwei LEDs ausgestattet wird und dann auch in die Untertasse mit eingebaut wird. Also die Bauphasen an sich kennen wir schon, das ist quasi nochmal eine Wiederholung. Allgemein wird es wahrscheinlich jetzt darauf hinauslaufen, dass viele Ausgaben ähnlich laufen, weil eben, ja, klar, wenn das Ganze so aufgebaut ist oder die Untertassen so auf Hälften so aufgebaut sind, dass nach und nach die einzelnen Panels kommen, die wir mit Fenstern und Rettungskapseln und LEDs ausstatten wollen, dann ist es eben oft das Gleiche und da kommt man dann natürlich so auf seine 120 Folgen, ne? Aber gut, hilft nichts, müssen wir durch quasi. Aber wenigstens haben wir was zu tun. Das ist die Hauptsache. Und bis jetzt macht es auf jeden Fall noch Laune. Zumindest für mich. Also legen wir los mit Ausgabe Nummer 25 und 26 der zweiten Hälfte von der Lieferung 7 unserer Enterprise. Dann können wir loslegen mit dem zweiten Teil von, da haben wir sie nochmal, die Lieferung 7. Jetzt erstmal die Ausgabe 25. Ich habe schon ein klein wenig vorgearbeitet, indem ich schon das Panel, was wir hier neu bekommen haben, schon mal komplett mit den ganzen, wie man sehen kann, Fenstern ausgestattet habe. Und drei von den Rettungskapseln, die sitzen alle schon mit drinnen. Deswegen lege ich die auch ganz vorsichtig immer wieder zur Seite. Das wird gleich dicht gemacht. Hier haben wir schon die große Abdeckung plus zwei LEDs zusammen verbunden zu einem Kabel, was damit eingebaut wird. Viele Schrauben sind mit dabei und auch ein neues seitliches Rahmenteil für die Kampfsektion. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Erst einmal wollen wir tatsächlich hier an das Panel ran. Und zwar, ja, ihr seht schon, das ist ziemlich löchrig. Also da ist ziemlich viel Durchsichtiges mit drin, das heißt, da wird viel beleuchtet sein oder wird viel Licht dann zu sehen sein am Ende. Und zwar kommt das Ganze jetzt drüber, indem das Panel hier gleich fixiert wird. Hier haben wir die entsprechenden Verbindungspunkte, genau hier. Und eins der Kabel können wir wenigstens schon mal einbauen. So, und zwar das gelb-weiße Kabel soll auf diese Seite kommen. Na, passt, tut es noch nicht hundertprozentig, merke ich gerade, aber was ist das für ein interessanter Streifen hier drauf? Noch nie gesehen. Gucken, ob der einen Sinn und Zweck hat, keine Ahnung. Ups, nicht verdrehen hier das Ganze. So, da war das Loch nicht ganz so hundertprozentig. So, dann schieben wir hier einmal das Kabel durch. Hält das? Ob das hält?
Okay, und wird verschraubt mit 3 BP-Schrauben. Was haben wir hier? BP haben wir hier, ganz kleine. Die werden hier eingeschraubt, weil das Panel ist auch nur Plastik. So ein bisschen schräg anscheinend eingeschraubt. Sieht zumindest so aus. Einmal. Zweimal. Und das dritte fast. Hätte ja klappen können. So. Müsste eigentlich schon sitzen alles. Ja, haben wir. Ah, aber die LED sitzt nicht. Schade auch. Hätte mich ja gefreut. Mal gucken. Die LED sitzt genau unter einem der Führung. Na gut, es könnte sich gleich sowieso best verbessern, wenn es verschraubt wird. Aber na gut, zu 100% sitzt es noch nicht, aber auf jeden Fall erstmal in Position gesteckt. Das ist schon mal die Hauptsache. Haben wir. Und dann geht es weiter mit dem Einbau des Panels schon. So wie es ist. Das heißt, ich muss mal eben wieder meine Anleitung rüberbringen. Zu wenig Platz hier. Zu große Bauteile, zu wenig Platz. Wer kennt es nicht? So, da haben wir die Untertasse wieder. Und da wollen wir jetzt an dieser Seite, an der rechten Seite, weiterbauen. Da kommt das Panel ganz nach vorne, wird das eingebaut. Hier kommt es mit ran. Und das erste Kabel, beziehungsweise soweit ich das sehe, beide Kabel sollen erst einmal durch diese erste Öffnung durchgeschoben werden. Also ich nehme jetzt einfach mal das Ganze durch, inklusive zweiter LED. So, die zweite LED soll aber mal gucken, hier unten drunter, hier wieder rausgucken. An dieser Seite soll die wieder rausgeführt werden. Also so. Das Ganze und soll dann eingebaut werden. Mal gucken, wie wir die Position kriegen. So müsste es ja auf jeden Fall sitzen. Ja, sitzt schon mal. Mich stört gerade so ein bisschen das Kabel hier noch. Das kann ich gleich von unten wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen. Einmal drehen, das Ganze. Dieses hier. Aber man sieht es nicht. Na gut, scheint so entsprechend längs zu laufen. Also von daher scheint wohl alles gut zu sein. So, wird verschraubt links und rechts hier mit 2 DP-Schrauben. Genau, erst einmal hier. DP, DP haben wir hier. Ein paar mehr Schrauben, deswegen gucken, was wohin gehört. Die kommt auf jeden Fall hier rein. So, einmal. Und bevor das zweite jetzt verschraubt wird, soll jetzt die zweite LED kommen. Ist das so richtig, dass das jetzt unter durch hier sein soll? Nö. Schade auch. Mal eben wieder abschrauben. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Das Kabel soll auf jeden Fall nicht hier eingeklemmt werden. Dann schieben wir das hier mal durch. Oder war ich gar zu weit? So soll das da oben längs laufen. Ach, soll oben längs laufen. Aha. Okay. So quasi. Na gut, dann machen wir so. Passt auch besser. Siehe da. Dann machen wir es nochmal fest. So, haben wir. Jetzt gucken wir nochmal nach dem anderen Kabel. Das soll ja nämlich hier wieder rausgeführt werden. Beziehungsweise kommt das, mal eben gucken.
Ja, eigentlich nur von der Seite hier wird es eingesteckt. So. Sitzt auch und wird auch nochmal mit einer DP-Schraube verbunden. Dann sitzt dieses Panel auch an Ort und Stelle. Einmal gucken. Ja, passt. Sitzt, wackelt, hat Luft. Wunderbar. Haben wir fixiert. Und dann kommen wir noch zu einem kleinen Testlauf von genau diesen beiden. Ob das auch funktioniert. Das soll in Port D. Zack. Und das Strom. Sonst bringt das nichts. Soll in Port E dieses Mal. Fragt mich nicht warum. Boah. Da ging auf jeden Fall schon mal was an, das ist schön. Kann man erkennen, ne? Da leuchtet's. Sehr schön. Funktioniert. Bis jetzt funktioniert alles. Keine LED, die irgendwie kaputt war. Super Sache. Gut, haben wir erledigt. Aber wir sind noch nicht fertig mit der Folge. Zumindest mit der Untertasse sind wir fertig. Aber mit der 25 noch nicht ganz. Und zwar brauchen wir noch dieses Rahmenelement, was in die Kampfsektion mit eingebaut wird. Das hier. Das kommt noch mit dazu. Genauso wie die Kampfsektion an sich, die wir hier haben. Und zwar sollen wir jetzt ein bisschen aufpassen mit den Kabels. Die sollen nämlich alle im inneren Bereich laufen. Also alle jetzt hier quasi so ein bisschen, ja, am besten hier unten längs laufen. Aber es wird jetzt interessant, weil es sind wirklich sehr, sehr viele Kabel. Die können wir höchstens alle so ein bisschen stopfen, dass keins hier irgendwie irgendwo gegen datcht. Das mal eben hochziehen, so alles, dass das nichts einquetscht. So, und ein Kabel haben wir hier noch. Das soll jetzt hier, hier ist nämlich eine kleine Einkerbung, das sieht man hier vielleicht am bereits bestehenden Rahmen. Da soll diese LED mit dem grün-gelben Licht, mit dem grün-gelben Kabel, soll hier mit eingelegt werden. Die soll hier mit eingelegt werden an der Seite. So, hält natürlich von sich aus nicht. Deswegen brauchen wir jetzt wieder ein bisschen paar mehr Arme am besten. Und dann kommt das Teil ran. Wie gesagt, gucken, dass nichts abgeklemmt wird durch dieses Rahmenteil. So. Und alle Kabel kommen höchstens unten raus, aber nicht oben. So. Alle richtig verlegen, dass es auch zusammengreifen kann. Wie jetzt, aber die LED ist jetzt gerade wieder flöten gegangen. Wo ist sie? Da ist sie. Die soll hier hochwandern. Wie kommst du? Was ein Kabelgewirr. Hier soll die rein. Na? Aber gleich komme ich da nicht mehr ran, wenn ich das Ding dicht mache. Ja, das ist nicht ganz so einfach, die in Position zu halten. Könnte jetzt meinen, ich könnte hier festkleben. Aber wollte ich jetzt eher ungern. So, jetzt noch mal den Rahmen. Ich hoffe, ich war gerade mit meiner Birne nicht in der Linse. So, ich habe alles in Position, aber die LED noch nicht. Oder? Na doch, sitzt in Position.
Ja, doch, sitzt wunderbar. Alles an Ort und Stelle gerade. Und soll jetzt mit 3 BM-Schrauben wieder unten verschraubt werden. Ich halte das mal eben so stark fest, damit mir das nicht abhaut jetzt. Das ganze Gerüst. Einmal hier. Na, hält schon besser, okay. Dann in der Mitte. Haben wir auch. Und Nummer 3. So, haben wir. Dann kommt eine FM-Schraube dazu, die kommt hier oben wieder rein. Wie auch schon beim letzten Mal. So, aber bestimmt noch irgendwie eine, oder? Nö, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das wird irgendwie jetzt noch eine AM-Schraube gewesen. Wo gehört die denn hin? Ah, da, okay, doch nicht. Wie gesagt, hab ich doch richtig getippt. Hier an der Seite muss noch eine AM-Schraube rein. Und zwar von dieser Seite, die ich jetzt hier habe. Wird hier an das Ganze an der Seite noch verschraubt. Aber das ist schon fest. Und ja, somit haben wir alles in Position gehalten, quasi. Oder wird der ganze Rahmen in Position gehalten. So sieht das aus. Spannend. Das eine Kabel ist hier noch frei, so wie es aussieht. Genau, die beiden links und rechts auch. Aber sonst sind alle Kabel verbaut und die eine LED, die wir jetzt hier haben, sieht man kaum mehr noch. Die sitzt jetzt hier im Rahmen mit drin. Gut, das war alles für die Ausgabe 23. Nee, Quatsch, nicht 23. Ich bin noch gerade im vorherigen Video. Nein, kommt davon, wenn man die Videos nacheinander produziert. Nein, es geht nicht an die 23, das war die 25. Und jetzt geht es mit der 26 weiter. So, und weiter geht's mit der Ausgabe Nummer 26 und der Bauphase 26, wo es jetzt nicht mehr ganz so spannend wird, weil wir bekommen noch ein weiteres neues Panel, wo ich auch schon wieder alle Fenster eingesetzt habe im Vorfeld. Wie gesagt, es wäre euch wahrscheinlich ein bisschen sehr langweilig, wenn ihr mir zugucken müsstet, wie ich hier jedes einzelne Fensterchen einbauen würde. Wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ja, und das Ganze wird genauso zusammengesetzt wie gerade eben auch. Da bekommen wir auch wieder eine Platte. Wir haben hier die U36A, beziehungsweise die Platte an sich ist die U36. Also für alle, die es interessiert und da vielleicht irgendwie eine Statistik drüber führen, aus welchen Gründen auch immer, ne? So heißen die Panels. Und auch hier gibt es ein Kabel mit 2 LEDs dran. Dazu, das sollen wir erst einmal eine nehmen, und zwar dieses rot-schwarze haben wir hier. Das soll auf diese Seite eingelegt werden. Das Kabel richtig biegen, aber so können wir es einsetzen. Bleibt auch dort durch die kleine Biegung auch ein bisschen in Position. Und dann drehen wir das um und machen es fest mit hier wieder 3 BP-Schrauben. Übrigens, ich habe es gerade in diesem Video noch nicht erwähnt, im letzten Video auch noch nicht. Wenn ihr Interesse habt, diese Enterprise zu bauen, es macht auf jeden Fall sehr viel Laune bis jetzt, immer noch. Das ist ja auch nicht garantiert nach 26 Ausgaben. ja, schaut auf die europäische EagleMoss Webseite mit rein und sucht nach der Enterprise und dann werdet ihr sie finden. Dann könnt ihr sie abonnieren und bekommt dann monatlich Post mit 4 Ausgaben. Plus die jeweiligen Abo-Geschenke und Sonderausgaben dazu. Und dann läuft das. Gut, die haben wir soweit dran. Und das Panel ist soweit in Position, wenn man so nennen möchte. Und dann kommt das ganze Teil auch schon ran ans Gerüst. Da kommt es schon reingeflogen. Und wir gehen weiter auf der rechten Seite. Ne, da haben wir gerade das angebaut, jetzt gehen wir noch ein Stück weiter hier ran. Schon quasi auf 3 Uhr, wenn man das so nennen möchte. Ja, irgendwie schon. Da werden wir rangehen. Also hier geht es weiter.
Ja, genau, kommt hier ran. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir das Kabel ein bisschen zurechtbiegen. Hier gerade dieses eine, was so absteht, dass das nicht eingequetscht wird. Und dann wird das Ganze hier eingesetzt. Müssen wir eben gucken, wie die Kabel verlegt werden. Auch hier sollen beide erst einmal hier und hier reinkommen. Hier in den Rahmen beide reinkommen. So. Hier auch gucken, dass die Kabel sich nicht großartig im Weg stehen. Und das andere kommt dann aber von dieser anderen Seite dann wieder hervor. So, jetzt wird das nämlich spannend, weil hier haben wir jetzt wirklich die Kombination, dass beide Kabel in einer recht gleichen Position sind. So, ein bisschen zurechtbiegen, dass beides passt. So, 1, 2, 3. Oder 2 in dem Fall. Haben wir hier einmal eine Verbindung mit einer DP-Schraube. Ups, komm her. Kein Kabel eingequetscht, das ist auch gut. So, haben wir dran. Jetzt kommt das andere Kabel von. Da muss ich mal eben umdrehen. Das ist nämlich genau der doppelte Rahmen vor. Ja, passt aber schon mal. Ja, sehr schön. Da muss jetzt von der Innenfläche. Das soll quasi. Ja, hier schon unter den Rahmen durch kommen. Muss ja letzten Endes. Ein bisschen weiter schieben. Die LED sollte schon über dem kleinen Pin sein. Ja, nicht ganz so einfach gerade, die in Position zu kriegen, weil erstens sieht man wenig. Zweitens stört so ein kleines Fensterchen hier an der Stelle. Dieses hier, das Äußerste, das will nämlich gleich mal mitgehen, wenn ich das, die LED reinschiebe. Menno, die letzte LED dieser Ausgabe, die macht noch ein bisschen Ärger. Da sieht man, weil sich das Fenster immer verschiebt hier. Sieht man da gerade so auch so ein bisschen. Das soll es ja nicht. Aber sobald ich mit der LED komme, verschiebt sich das Fenster. Und von der anderen Seite siehst du nichts. Das ist geil. Weil der Rahmen davor ist. So. Jetzt. Jetzt hat es gegriffen. Ja, jetzt ist sie fest. Soll die so? Anscheinend erstmal. Oder ist so, ich wundere mich gerade, kommt die jetzt von der einen Seite oder von der anderen Seite? Ja, haben wir schon fast gedacht. Die soll nämlich nicht in diese Position, sondern von dieser Seite kommen, in diese etwas längere Öffnung. Okay. Noch einmal wieder rausfriemeln. Och, die letzte, die nicht will. Ich glaube, es hackt. So, nochmal lösen. Jetzt kommt die von dieser Seite.
man das gerade? Nein, natürlich nicht. Da war ich zu nah dran. Sorry. Jetzt sollte es aber noch mal kommen. Einmal schräg. Ah, diese letzte LED, die machen wir noch zu schaffen. So, jetzt aber, mein Gott. So, jetzt ist das Kabel richtig. Mann. Unglaublich. So, jetzt können wir es verschrauben mit der letzten DP-Schraube einmal hier. Ist immer so, der letzte Schritt, der ist manchmal dann derjenige, der am fiesesten ist. So, aber haben wir dran. Auch dieses Panel sitzt an Ort und Stelle, wie man unschwer erkennen kann. Super Sache. Und zur Krönung des Ganzen können wir das Ganze nochmal eben testen. Nochmal wenden, ob es auch leuchtet. Das war ja dieses Kabel, oder? Ja, genau dieses. Das können wir einmal in den Port C stecken von der Platine. Einmal und die Test und die Batteriebox in Block E. Und wir sehen, es leuchtet. Sehr schön. Funktioniert auch hier. Wunderbar. Gut, damit haben wir auch diese Bauphase mit letzten Endschwierigkeiten doch abgeschlossen. Und ja, das hat sich doch auch schon wieder gelohnt, diese Bauphase. Wir haben jetzt zwei weitere Panels angebaut. Wir sind jetzt hier weiter rumgegangen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich könnte mal eben testweise, wenn ihr noch mal eben 2 Minuten habt, für mich testweise noch mal eben gucken. Die haben wir mal irgendwann die Brücke bekommen, ne? Ganz zu Anfang. Die wird sich ja höchstwahrscheinlich hier in die Mitte begeben. Wenn die ganzen Kabel durchfriemeln, den können wir ja schon mal so aufsetzen. Grob. Ne? So wird das Ganze dann irgendwann eingebaut. Die Schraublöcher würden auf jeden Fall... Ja, das wird interessant. Die Schraublöcher alle passen. Da muss man noch ein bisschen hin und her ziehen, damit das alles hier schön passt. Aber so wird dann die auf jeden Fall drauf sitzen. Also, wir sehen, unsere Enterprise wächst doch schon mal sehr gut. Aber das ist, wie gesagt, nur Spielerei. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Stattdessen ging es hier erstmal weiter mit 2 weiteren Panels. Und die Kampfsektion ist geschlossen. Kann man sagen, die ganzen Kabel sind ein bisschen alle eingepfercht worden hier ins Innere. Hier oben sitzt eine LED mit drin. Und ja, das haben wir soweit erledigt. Ja, auch die zweite Hälfte meiner 7. Lieferung ist abgeschlossen, Ausgabe 25 und 26. 2 neue Panels sind an die Untertassensektion mit angebaut worden. Diese beiden hier kamen mit dazu. Wurden auch alle getestet, funktionieren alle so, wie sie sein sollen. Und die Kampfsektion ist geschlossen worden, zumindest der Rahmen ist geschlossen worden. Und theoretisch könnten jetzt schon die Wände kommen, wer weiß schon, wann die kommen. Und wir sehen hier schon, ich kann es mal so hier zeigen, der Spalt hat sich auf jeden Fall ein bisschen gebessert. Der ist nicht mehr ganz so präsent wie noch bei der letzten Lieferung. Da war das ja ein bisschen sehr auffällig. Gut, das war alles soweit für heute. Ich kann euch leider keine Vorschau geben, wie immer bei der Enterprise, wie es weitergeht in der Lieferung 8, weil keine Vorschau im Heft mit drin ist. Das heißt, wir müssen uns wieder einmal überraschen lassen, was uns dann auch an Bauphasen erwartet. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir neue Panels bekommen und eventuell auch an der Kampfsektion da vielleicht ein paar äußere Panels einbauen oder ein paar Fenster oder beides und ein paar LEDs dazu. Also das wäre zumindest eine gute Abwechslung für die nächste Monatslieferung, wenn die nicht nur aus 4 Panels für die Untertasse besteht, sondern wenn wir dann auch die Kampfsektion weitermachen würden. Wäre zumindest nicht verkehrt. Gut, ja, das war alles soweit für heute. Nicht vergessen, vielen Dank fürs Zuschauen zu sagen. Das wollte ich auf jeden Fall sagen. Und wenn ihr das Video ganz gut fandet, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und meinem Kanal auch ein Abo, wenn euch das gefällt, was ich hier auf meinem Kanal veranstalte. Und dann gibt es für euch direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf meinem Kanal online gehen.
Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und nächsten Monat circa geht es dann weiter mit der Lieferung 8 der Enterprise. Dann haben wir schon die Ausgaben 27 bis 30 sogar schon. Zeitrennen, Wahnsinn, ne? Ja, damit geht es dann weiter. Bis dahin noch einmal schöne Tage euch allen. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund vor allem und bis zum nächsten Mal. Ciao.